Assalamu alaikum. Das ist jetzt die zweite Therapiesitzung für Dr. Sousa. Dr. Sousa, mit dem haben wir uns jetzt bereits in einem kurzen Video beschäftigt. Vorab, dieses Video hier wird etwas länger, da wir uns mit seiner vorletzten Videoaufnahme beschäftigen werden. Wir werden uns sein Video anschauen. Jemand hat mir das Video in Clips zusammengebastelt. Er hat es geschnitten und kurz gefasst, damit wir uns nicht alles anhören müssen. Da das Video über eine Stunde geht, ich glaube eine Stunde 40 Minuten ungefähr. Und wir werden das Ganze runterkürzen auf ca. 30, 34 Minuten, also von dem Rohmaterial sozusagen, auf das wir eingehen werden. Also das Video wird ein bisschen länger hier. Die zweite Sache, es sieht ein bisschen komisch aus, deswegen sage ich, die Kamera steht sehr weit oben. Und daher, ich kann nicht die ganze Zeit hochschauen in die Kamera. Ich werde einfach gerade dahin schauen, wo es mir lieb ist. Und ja, ich möchte heute gar nicht so groß drum herum reden, sondern gleich mit dem eigentlichen, mit der Substanz beginnen. Und zwar vorab, damit man weiß, um was es hier überhaupt geht. Es geht um Dr. Sousa ist mittlerweile auch Detektiv geworden. Also er war ja Islamwissenschaftler, ein Philosoph und ein Skeptiker, der alles hinterfragt. Er ist jetzt aber auch zum Detektiv geworden, denn er hat die Fähigkeit entwickelt, alte Morde, die vor hunderten Jahren, vor 1000 Jahren stattgefunden haben, er kann die Täter identifizieren oder mindestens ist er in der Lage, den Täterkreis sehr stark einzugrenzen und somit potenzielle Täter eben ausfindig zu machen. Genau darum geht es nämlich. Sousa hat einen Mordfall geklärt, und zwar den Mord an den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und zwar hat er entdeckt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam von seinen nahesten Leuten und konkreter ausgedrückt von seinen Frauen, von seinen Ehefrauen ermordet worden ist. Sallallahu alaihi wasallam. Und bevor er aber zu diesem Schluss kommt, philosophiert er und inszeniert vermeintliche oder scheinbare Widersprüche zwischen einem Vers aus dem Koran und einigen Berichten aus der Sunna. Das Problem bei dem Ganzen ist, der Zuhörer, der weiß am Ende nicht, was denn jetzt richtig ist und was falsch ist. Denn Susa macht etwas sehr Seltsames. Und zwar hat er diverse widersprüchliche Vorgehensweisen angewendet oder angewandt. Und zwar hat er diese Berichte teilweise eben, er hat diese Widersprüchlichkeiten inszeniert und somit natürlich Zweifel über die Richtigkeit dieser Überlieferung geweckt. Das macht den Anschein. Er kann das natürlich bestreiten. Vielleicht hat er es nicht gewollt, vielleicht meint er es nicht gewollt zu haben. Aber jedenfalls ist das, was da passiert ist. Nur seltsamerweise stellt er dann am Ende des Videos Thesen auf, die genau wieder oder teilweise auf genau diese Berichte zurückkehren, auf die er eingangs zum Anfang seines Videos eben, ja, wie gesagt, in diesen inszenierten Konflikt gebracht hat. Und das möchten wir uns heute anschauen. Bevor wir aber damit beginnen, möchte ich noch kurz übergehen auf seine letzten Kommentare, die er zu meinem ersten Video, zur ersten Therapiesitzung, ja, darunter geschrieben hat. Die möchten wir uns kurz anschauen. Ja, also hier, hier seht ihr ein paar Kommentare von ihm. Also er geht hier erstmal auf folgenden Punkt hier ein. Er sagt, der Koran ist laut der Usul al-Fiqh-Disziplin die erste und damit die grundlegende Quelle der Beantwortung religionsbezogener Fragen. Gut, okay, tamam. Aber was mir hier ein bisschen skurril erscheint, ist, wie kommt es, dass er sich auf die Usul al-Fiqh-Werke bezieht?
Denn die Ozulfik-Werke haben nämlich mit seinem, wie soll ich es nennen, mit seinen Ideen und Vorstellungen überhaupt nichts gemein. Also, das ist ein bisschen widersprüchlich, dass er sich auf, also die Ozulfik-Werke der Fuqaha und der Usuliyun bezieht, die genau das Gegenteil von dem sind, was er ist. Und ja, also ich glaube, einige würden Sousa ganz anders sehen, wenn sie ihn erleben würden. Hier auf jeden Fall, er sagt dann, wo ist das hier? Gut, das ist jetzt alles nicht so wichtig. Na, hier erwähnt er auch etwas Seltsames. Also wir kennen ja die Moscheen in Deutschland. Und ja, nee. Ich war selbst Khatib in einer Moschee für längere Zeit. In einer größeren Stadt mit. Und ich kenne nicht wenige Moscheen in meiner Umgebung und außerhalb. Und Tatsache ist ja, also er sagt hier, ich habe, nachdem ich bei traditionellen Imamen meine Kindheit und frühe Jugend gelernt habe, okay, Tatsache ist, dass die meisten Imame in Deutschland, die meisten keine Theologen sind. Es gibt Ausnahmen, es gibt Maschaich in Deutschland, aber die meisten sind keine Theologen und haben auch keine entsprechende Ausbildung. Und die andere Sache ist, wir kennen die Unterrichte, die in den Moscheen ausgeführt werden. Also in Deutschland ist es ist etwas sehr Seltenes, dass es einen Scheich in der Moschee gibt, der wirklich Schüler hat. So, was gibt es nicht, ja, nie. Niemand ist mein Schüler, nur weil er einmal in der Woche in der Moschee ja, nie, einen kleinen Vortrag von mir hört. Das nennt man nicht, das ist nicht die Lehrer-Schüler-Beziehung, die wir kennen. Und das ist nicht das, was wir als Mulazamatu Shuyukh oder Talaqqi an Shuyukh nennen. Die immer sagten schon, ja, aus Erfahrung, das ist ja kein Satz, den sie aus dem Koran entnommen haben oder der Sunna, das ist die Erfahrung, die sie gelehrt hat. Man kana Shaykhuhu kitabuhu, man kana Shaykhuhu kitabahu, fa khata'uhu aktharu min sawabi. Wessen Sheikh sein Buch ist, bei dem liegt die Fehlerquote höher als die Trefferquote. Und sie sagten, la ta'khudh al-'ilma an suhufiyyin wa la mushafi. Nimm das Wissen nicht von jemandem, der es lediglich aus den Suhuf entnommen hat oder aus den Masahif. Yani, lern den Koran nicht von jemandem, der ihn einfach nur aus dem Mushaf, yani autodidaktisch gelernt hat. Naja, wie dem auch sei, das ist sehr zweifelhaft, dass man irgendeine ja, eine relevante Ausbildung hier in den Moscheen in Deutschland erlebt. Wie dem auch sei, seine eigentliche Bildung hat er ja in der deutschen Universität hier bekommen, wie ich schon letztes Mal gesagt habe, von den Nachkommen Goltziers und den Orientalisten und Missionaren. Viele Orientalisten waren ja Missionare, was bekannt ist. Und haben dann eben entsprechend auch nicht so immer, also nicht immer ganz objektive Absichten gehabt. Und manchmal waren sie auch böswillig. Das muss man gestehen. Ja gut, auf jeden Fall dann geht er hier auf den Punkt ein, in dem es über das Partizip aktiv ging. Und da sagt er, ja, es gibt aber Beispiele, wo das zutrifft, was er gemeint hat mit der Zeit und so weiter. Wie zum Beispiel Tawil. Ja, natürlich gibt es die Beispiele. Nur ein Unterschied bei dem Begriff Tawil und Kafir ist, dass Tawil, was groß, lang sein heißt, ist ja logisch, ne, von der Bedeutung her. Jemand kann ja nicht heute lang sein und dann morgen wieder kurz werden. Und deswegen unterscheiden die Linguisten zwischen Verben, transitiven und intransitiven Verben. Wie zum Beispiel groß sein, klein sein und so weiter. Natürlich ist das ja eine Zeit unabhängig. Wenn ich einmal groß bin, dann bin ich groß. Also von daher, das ist hier, das betrifft gar nicht das Thema. Das ist einfach ein
verfehlt, das Thema verfehlt. Gut, dann geht er hier auf den nächsten Punkt ein. Da ist auch nicht mehr nichts Wichtiges mehr. Was haben wir da noch? Okay, das war's für das erste Mal. Vielleicht meldet er sich wieder zu Wort nach der zweiten Therapiesitzung. Inshallah geht es ihm danach etwas besser. Gut, wir kehren zurück und wir beginnen jetzt damit, uns seine Worte anzuhören. Welcher unerschütterliche Fakt hält dich an der Religion Islam, die unterschlägt, dass ihr Prophet von seinen eigenen nahestehenden Leuten getötet und von diesen hintergangen wurde? Ja, das ist der erste Punkt. Diese Frage, also ich finde, die Frage, wie er sich stellt, stellt niemand, der den Menschen, der einem Menschen den Islam näher bringen möchte. Vielmehr hört sich das an wie eine Frage von jemandem, der den Menschen, der die Zuhörer und die meisten, die ihm zuhören, sind wahrscheinlich größtenteils oder viele von ihnen Muslime, dass man sie in Zweifel zu ziehen versucht. Also diese rhetorische Frage hier am Anfang. Und die nächste Sache ist, niemand hat irgendetwas unterschlagen. Niemand hat was vorenthalten. Die Literatur ist doch da. Woher hast du denn die Informationen und aus denen du deine Schlussfolgerungen gezogen hast und die Mörder entdeckt hast? Woher hast du? Hast du das von Snowden oder hast du das von WikiLeaks? Du hast es auch aus den Quellen des Islams. Und du hast es doch aus den Mündern derer gehört, die du bezichtigt hast. Sie haben es doch selbst erzählt. Sie sind doch selbst diejenigen, die es erzählt haben. Also wer hat dir denn irgendetwas unterschlagen? Das ist eine Unterstellung und nichts weiter. Und das Standardnarrativ, ich werde auch darauf eingehen, mit entsprechenden Quellen, lautet ungefähr wie folgt. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, Allahs Wohl und Segen auf ihm, ist im Schoß seiner Frau, und es wird immer wieder auch gesagt, seiner geliebten Frau, Aisha, ja, verstorben. Und dieses romantische Bild ist für wahr sicherlich auch sehr schön. Allerdings wirft es dann auch entsprechend Fragen auf, wenn wir in die entsprechenden Quellen gehen. Denn wir haben, und das ist der Vers, den ich auch am Anfang zitiert habe, in der Sure 3, ja, Vers 144, da hatte ich vorgelesen im Arabischen, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Zu Deutsch heißt es ungefähr, Muhammad, ja, ist nur ein Gesandter. Hier steht nicht ein Prophet oder ein Mensch, sondern ein Gesandter. Das ist also hier in der Rolle seiner Aufgabe als Gesandter. Hier heißt es, vor denen auch viele andere Gesandten vorübergegangen sind, ja, also waren und verstorben sind. Afa'immata au qutila. Wenn er also stirbt oder getötet wird, ja, kehrt ihr sozusagen oder geht ihr in eine Rückwende und kehrt zurück auf das, was ihr vorher wart, also ihr verlässt ihn sozusagen, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dann sagt Allah weiter sinngemäß, und wer sich quasi abwendet, yanqalib ala aqibayh heißt eigentlich wortwörtlich zurückgreifen auf das, was hinter ihm ist, ja, also was quasi eine Kehrtwende macht. So wird er auf jeden Fall Gott keinen Schaden zufügen. Und dann sagt Allah dann weiter, sinngemäß, und er wird für wahr die Dankbaren, ja, Gutes geben, ja, Gutes belohnen. Jetzt heißt es hier, dass eben, wenn man bei Ibn Kathir schaut, bei auch Tabari schaut, dann heißt es hier, dass der Grund für die Herabsendung dieses Verses ist, dass wir nämlich in der Schlacht von Uhud, ja, das ist eine Schlacht, die auch entsprechend nach der Hijra stattgefunden hat, natürlich wie alle anderen Schlachten auch, und die tatsächlich in der gesagt worden ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestorben sein soll, also dass er gefallen sein soll, getötet worden sein soll. Und deswegen heißt es hier, wenn er also stirbt oder getötet wird.
Allerdings kann das nicht unbedingt wirklich greifen, weil wir nämlich auch dann die Frage stellen sollen, ist es überhaupt möglich, dass der Prophet in seiner Form, in seiner Rolle als Gesandter, als Rasul, überhaupt getötet werden kann, solange er seine Botschaft nicht komplett verkündet hat. Denn wir kennen auch in einem anderen Vers, heißt es, Wallahu ya'asimuka minan nas, und Gott beschützt dich vor den Menschen. Ja, dann könnte natürlich hier auch schon die Frage kommen, okay, wie kommst du dann überhaupt darauf, dass der Prophet dann getötet werden könnte, wenn du genau diesen Vers gerade herangezogen hast? Die Antwort darauf ist genau das, was ich gerade eben gesagt habe, nämlich, dass der Prophet entsprechend seiner Aufgabe als Gesandter, weil er nämlich eine Botschaft zu übermitteln hat, genau in diesem Rahmen, ja, dieser Botschaft nicht getötet werden konnte, weil genau deine Aufgabe noch nicht erledigt worden ist. Sobald sie erledigt ist, ist er zunächst einmal nicht mehr ein Rasul, weil er nämlich diese Aufgabe schon erledigt hat. Er versteht sich eigentlich auch von selbst. Jetzt könnte man aber auch herkommen und sagen, ja, okay, aber da steht doch wortwörtlich oder, also wenn er stirbt oder getötet wird. Also oder ist doch eine Option. Nicht unbedingt. Im Koran haben wir auch Beispiele dafür, wo eben genau dieses oder eher eine Art Bestätigung oder Bekräftigung oder eine Konkretisierung, ja, also au lil idrak, also dass es sozusagen noch konkreter gemacht wird. Und davon haben wir auch. Und zwar heißt es nämlich auch hier in Bukhari, nämlich in dem Hadith Nummer 4165, in dem Kapitel Bab Maradun Nabi sallallahu alaihi wasallam, also in dem Kapitel über die Krankheit des Propheten sallallahu alaihi wasallam und sein Tod. Und da heißt es in dem Hadith 4165, وَقَالَ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ عُرْوَةَ قَالَتْ عَائِشَةَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ يَا عَائِشَةُ مَا أَزَالُ أَجِدُ أَلَمَ الطَّعَامِ الَّذِي أَكَلْتُ بِخَيْبَرَ فَهَذَا أَوَانٌ وَجَدْتُ قِطَاعَ أَبْهُرِ مِنْ ذَلِكَ السُّمْ. Hier heißt es, dass Aisha, seine Frau, sagte, dass der Prophet in seiner letzten Krankheit gesagt hat, also in seiner Krankheit, in der er gestorben ist, sagte: O Aisha, also Aisha überliefert und erzählt darüber, dass der Prophet ihr gesagt haben soll: Ich finde immer noch den Schmerz des Essen, was ich bei Khaybar gegessen habe, und jetzt ist sozusagen der Moment gekommen, wo sich eben dieser Schmerz entfaltet und ich anhand dieses Giftes nun sterben werde. Ja, das heißt, hier an diesem Punkt haben wir im Standardnarrativ die Ergänzung, dass neben dem no natürlichen normalen Tod im Schoße seiner Frau Aisha zusätzlich eine Vergiftung stattgefunden hat in Khaybar, die sich jetzt entfaltet, die der Art und Weise erklärt wird, dass die Gelehrten, das Sunna eben sagen, schaut mal, das ist der Grund, oder das ist ein Grund, weshalb Gott diesem Propheten nicht nur den normalen Tod gegeben hat, sondern auch den Märtyrertod. Und so hat er ihm sozusagen seine Stellung erhöht. Aber hier kommt eine Frage. Wann genau hat Khaybar stattgefunden? Wann hat die Rasua von Khaybar überhaupt stattgefunden? Diese hat im 7. Jahr nach der Hijra stattgefunden. Also locker 3, 4 Jahre, mindestens 3 Jahre, ja, bevor der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch gestorben ist. Das heißt, dieses Gift muss so lange gewirkt haben, dass dieser Prophet selbst anhand oder wegen diesem Gift gestorben ist. Dann stellt sich hier die Frage, ist das überhaupt möglich? Kann das überhaupt sein? Weil wir haben nämlich auch
Belege dafür, dass ein Prophetengesandte dabei war, als eben diese Ziege ja gegeben worden ist oder geschenkt worden ist, natürlich auch schon gar und gebraten, der davon gegessen hat und wegen diesem Gift, was da drin gewesen sein soll, sofort auch gestorben ist, also kurze Zeit später. Und wir haben aber auch, wie gesagt, vorhin den Vers, wo Allah Azzawajal selber sagt, wir schützen dich vor den Menschen. Und da war das ja noch während seiner Botschaft. Aber schauen wir uns mal auch hier entsprechend einen Hadith an, den wir bei Muslim finden, und zwar in dem Werk Sharh al-Nawawi ala Muslim. Ja? Hier geht es um Kitab al-Salam, Bab al-Sihr, also ein Kapitel die Magie. Und Babu Sum, also hier geht es quasi um ein Unterkapitel, wo es um entsprechend das Gift geht. Die Nummer des Hadiths hier bei Sharh an-Nawawi ala Muslim lautet 2190. Da heißt es: Haddathana Yahya ibn Habib ibn al-Harithi, Haddathana Khalid ibn Harith, Haddathana Shu'ba an Hisham ibn Zayd an Anas, Anna imra'atan yahudiyya, also bis hierher wurden quasi die Namen der Tradierer genannt, ja, Anna imra'atan yahudiyya, also dass eine jüdische Frau, atat Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, sie ist zu dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, bishatin masmuma, also sie kam mit einer vergifteten Ziege, ja, fa'akala minha, ja, also er hat davon gegessen, fa'akala minha, faji'a biha, also auch hier haben wir quasi wiederum eine Seltsamkeit. Er hat davon gegessen, dann heißt es faji'a biha, und danach wurde es sozusagen zu ihm gebracht. Dann hat er, also die Frau wurde ihm gebracht, ja, fa'akala minha, also er hat von der Ziege gegessen, faji'a biha, also die Frau selber wurde ihm gebracht. Und dann hat er sie gefragt: Was hast du denn da gemacht, oder warum hast du das gemacht? Dann sagte sie: Ich wollte dich töten. Ja, sie sagte: Ich wollte dich dann töten. Dann sagte er: Ma kana Allahu li yusallitaki ala dhak. Gott lässt dich nicht das tun. Gott erlaubt es dir nicht, dass du mich quasi anhand dieser vergifteten Ziege tötest. Und dann: Au qala Ali, qalu dann sagte eben Ali, der mit ihm war, ja, sein Gefährte und Cousin: Sollen wir sie denn nicht töten? Da sagte er: قال لا, ja, es tötet sie nicht. So, dann heißt es nämlich weiter: قال فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. Also ich erkannte sozusagen im Nachgang die Nachwirkungen davon. Ja, wir haben nämlich aber auch einen anderen Hadith, der sehr interessant ist in diesem Zusammenhang, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch wiederum sie fragt, ja, warum sie das gemacht hat. Ja, und zwar sagt sie nämlich, wo habe ich das hier? Sagt sie nämlich: Wie, ich wollte dich töten, und wenn du tatsächlich ein Prophet bist, dann wird dich nichts davon treffen. Es wird dir nicht schaden. Und wenn du ein Lügner bist, dann stirbst du und wir sind dich los. Jetzt die Frage: Wenn tatsächlich der Prophet wegen diesem Gift 3, 4 Jahre später gestorben ist, tatsächlich daran gestorben ist, bedeutet das nicht, dass er doch ein Lügner gewesen sein soll oder gewesen sein muss? Und wenn er tatsächlich ein Prophet gewesen ist, ja, wovon wir ja ausgehen, dann stellt sich die Frage, wie genau soll dann die Erklärung herangezogen werden, dass der Prophet wegen diesem Gift getötet worden ist. Ja, also dass er als Märtyrer gestorben ist. Aber diese Fragen entstehen gar nicht erst, weil wir gar nicht wirklich groß hinterfragen, wenn wir solche Narrative hören. Wir hören einfach nur: Gott liebte seinen Propheten so sehr, dass er ihm die Märtyrerstellung sozusagen bescheren wollte, und deswegen kam sozusagen der Gift und seine Wirkung 3, 4 Jahre später bei dem Propheten an und hat ihn doch irgendwie, und er ist ihm doch irgendwo erlegen, was wiederum aber selbst quasi das widerspricht, wovon man ausgeht, dass der Prophet geschützt ist. Ja, also entweder ist er nun geschützt und ihm passiert das nicht und die Jüdin hat doch Unrecht,
Oder Siyun hatte doch recht und er wurde vergiftet und dann ist er doch gestorben wegen diesem Gift, der stattgefunden hat, eben während seiner Botschaft. Also wir sehen jetzt, er hat erstmal einen versucht oder zumindest einen Widerspruch inszeniert zwischen diesem Vers. Den hat er dann mit ein paar Vorschlägen ein bisschen gelöst. Also es geht also grundsätzlich darum, erstmal unabhängig jetzt von dem, was er da erzählt hat, grundsätzlich stellt sich natürlich die Frage, ist das ein Widerspruch, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam vergiftet worden ist, und das glauben wir. Wir glauben, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam vergiftet worden ist und dass es laut den Berichten bei Khaybar war, wie er auch erwähnt hat. Dazu kommen wir aber nochmal zurück. Nur mal kurz ich möchte hier nur mal eine Kurzfassung der Situation darstellen. Wir glauben also, weil das vielfach überliefert worden ist, in den Sahihain und in den Sunan, und andererseits in den Sunan von Abu Dawud und anderen, dass es in Khaybar passiert ist und dass die Frau, die ihn vergiftet hat, also dass seine Frau war und dass es eine Jüdin war, die ihn vergiftet hat. Und dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, nach längerer Zeit an dieser Vergiftung gestorben ist. Also, das nehmen wir an. Jetzt stellt sich die Frage, ist das möglich? Sagt nicht Allah Ta'ala im Koran, Wallahu ya'asimuka minan nas. Es ist also kein Widerspruch. Denn der Vers, wenn wir uns den kompletten Vers betrachten, dann werden wir feststellen, dass Allah Ta'ala in diesem Vers, dass es in diesem Vers, der Vers wird im Kontext der Offenbarung erwähnt. Allah Ta'ala sagt nämlich, und das ist in der Surah Al-Ma'idah, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass es in der Surah Al-Ma'idah ist, warum werde ich euch gleich sagen. Allah Ta'ala sagt, Ja, ayyuhar Rasul, ubelligh ma unzila ilayka min Rabbik, wa in lam taf'al, fama ballaghta risalatah, wallahu ya'asimuka minan nas, inna Allaha la yahdi al-qawm al-kafirin. O du Gesandter, übermittle, was zu dir von deinem Herrn herabgesandt worden ist, und wenn du es nicht tust, so hast du seine Botschaft nicht übermittelt. Allah wird dich vor den Menschen schützen. Gut. Das heißt, wir sehen, der Kontext, in dem hier vom Schutz die Rede ist, oder beziehungsweise der Schutz dient dem Zweck der Verkündung der Botschaft Allah Ta'alas. Und wenn das nicht mehr, wenn die Botschaft verkündet worden ist, dann hat Allah Ta'ala ihm auch nicht versprochen, ihn weiter vor den Menschen zu schützen. Und man muss auch sagen, Allah Ta'ala sagt hier nicht, er schützt dich davor, vergiftet zu werden. Das hat er nicht gesagt. Und er hat auch nicht gesagt, er schützt dich davor, niemals zu erkranken und niemals von den Dingen betroffen zu sein, von denen die Menschen von denen die Menschen betroffen sind. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt ja selbst, Qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan, rasula. Gepriesen sei mein Herr, bin ich denn etwas anderes als ein Mensch und Prophet? Das heißt, alles, was den Menschen, also die gewöhnlichen Dinge, die einen Menschen zutreffen können, davon sind auch Propheten betroffen. Und wie gesagt, in dem Vers sagt Allah nicht, ich schütze dich davor, Gift einzunehmen. Aber er sagt, er schützt ihn vor den Menschen, also er schützt ihn davor, getötet oder umgebracht zu werden, bevor seine Mission erfüllt ist. Und wenn sie erfüllt ist, dann ist dieser Schutz auch beendet. Von daher, in diesem so betrachtet, besteht kein Konflikt zwischen den Aussagen. Der nächste Punkt ist, er erwähnt ja ganz am Anfang, wenn ihr aufgepasst habt, dort hat er den Fall von Khaybar erwähnt und diesen Vers genannt. Man muss auch wissen, wo dieser Vers befindet sich in der Surat al-Ma'idah. Und die Surat al-Ma'idah ist eine der letzten Surah,
die offenbart worden sind. Also jetzt mal ungeachtet von den einzelnen Versen, aber einmal als Ganzes betrachtet, die Surah Al-Ma'idah ist eine der letzten Surah, die offenbart worden sind. Und dieser Vers hier wurde nach Khaybar offenbart. Und wir schauen uns hierzu mal folgende Überlieferung an. Diese Überlieferung ist im Mushkilul Athar von At-Tahawi überliefert. Darin sagt er: حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن النفير قال حججت فدخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت لي يا جبير هل تقرأ المائدة؟ فقلت نعم فقالت أما إنها آخر سورة نزلت فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. Sie sagt, oder Jubair ibn Nufair sagt, ich begab mich zur Hajj und als er dann dort war, besuchte er Aisha. Er besuchte Aisha radiallahu anha und dann sagte sie zu ihm: Ja, Jubair, liest du die Surat al-Ma'idah? Er sagte ja. Dann sagte sie: Wahrlich, sie ist die letzte Surah, die offenbart wurde. Was sie also darin an Erlaubtem findet, was ihr darin an Erlaubtem findet, darüber, oder was ihr darin an Halal findet, darüber glaubt, dass es Halal ist, also geht nicht davon aus, dass es abrogiert ist, und was ihr daran an Verbotenem findet, das verbietet. Also das heißt, die Surat al-Ma'idah ist eine der letzten Surah oder die letzte Surah, die offenbart worden ist. In diesem Kontext kann man auch nochmal zurückgreifen auf den Vers, den er ganz am Anfang zitiert hat, in der Aussage Allah Ta'alas: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. Wenn er stirbt oder ermordet wird, werdet ihr dann wieder zurückkehren, umkehren? Und wie kann das sein? Wie können Sie überhaupt davon ausgehen? Ja, der Vers wurde erst Jahre später offenbart. Und außerdem muss man ja bedenken, das sind auch Menschen. Und ich weiß nicht, wie er sich die Sahaba vorstellt als emotionslose Wesen mit Steinen in der Brust. Natürlich sind das auch Menschen und sie waren verschreckt in dem Moment in der Ghazwa von Uhud, als die Mushrikun ihren Angriff wiederholten und einen Überraschungsangriff ausübten. Während die Leute schon dabei waren, die Kriegsbeute einzusammeln. Und sie waren verschreckt und standen unter Schock. Und die Emotionen haben verrückt gespielt. Und in diesen Momenten ist es durchaus möglich, dass ihnen bestimmte Erkenntnisse, die sie haben, eben nicht beistehen. Und wie gesagt, außerdem wurde der Vers ja erst in der Surat al-Ma'idah herabgesandt. Und die Surah Al-Ma'idah haben wir eben genannt, ist eines der letzten Dinge, die offenbart worden sind. Und die Ghazwat Uhud, die war am Anfang, nach der Ghazwa von Badr. Die Ghazwa von Badr war im Jahr 1 nach der Hijra. Die Ghazwa von Uhud habe ich jetzt vergessen, wann das war, in welchem Jahr. Jedenfalls, die Surah Al-Ma'idah ist Jahre später erst offenbart worden. Von daher stellt sich die Frage gar nicht, wie sind sie davon ausgegangen, konnte das denn sein? Naja, sie haben sich das vorgestellt. Sie haben sogar einige von ihnen, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam bereits verstorben ist, nicht realisieren wollen, dass er verstorben ist. Bis Abu Bakr radiallahu anhu ihnen den Vers verlas: Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Du wirst sterben und auch sie werden sterben. Sie hatten für den Moment in diesen Emotionen gegenüber dem Propheten sallallahu alaihi wasallam den Glauben daran nicht realisieren wollen, dass er ebenfalls versterben wird und davongehen wird. Und daher, das ist eigentlich ganz normal. Und zu der Frage, ob das denn sein kann: Wie kann es sein, der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu Khaybar wird er vergiftet, wie es in den Ahadith vorkommt? Ich habe das ja eben genannt, unter anderem im Hadith von Abu Huraira in Sahih Bukhari: Lamma futihat Khaybar uhdiyat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam shatun fiha sum. Als Khaybar erobert wurde,
wurde dem Prophet sallallahu alaihi wasallam ein Schaf oder eine Ziege geschenkt, die vergiftet war. Dann kann man sich natürlich fragen, wie kann es sein, dass er vergiftet und dann stirbt er erst 3 Jahre später, wie er eben die Frage gestellt hat. Das geht doch gar nicht. Warum soll das denn nicht gehen? Was ist denn das Problem daran? Allah Ta'ala hat ihm ja versprochen, ihn zu schützen. Wallahu ya'asimuka minan nas. Aber er hat ihm nicht versprochen, dass er, wie ich schon eingangs gesagt habe, dass er ihn vor der Einnahme von Gift schützt. Allah Ta'ala hat ihn geschützt, direkt und unmittelbar nach der Einnahme dieses Giftes zu versterben. Und er hat dies, also er hat die Wirkung dieses Giftes aufgeschoben bis zu dem Moment, an dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Aufgabe erfüllt hat, um ihn den Märtyrertod zu gewähren. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich diesen herbeigewünscht. Er sagte, ich würde im Hadith ist überliefert, dass er sagte, ich würde mir wünschen, dass ich 100 Seelen hätte, die ich auf dem Wege Allahs opfern könnte. Dass ich getötet werde und wieder erneut aufwache und erweckt werde um dann nur wieder getötet zu werden und erweckt zu werden. Das heißt, Allah Ta'ala hat ihn auf diese Art und Weise seinen Wunsch erfüllt. Wo ist das Problem darin? Entweder du bist ein Theist, also du glaubst an einen Schöpfer und glaubst daran, dass dieser Schöpfer allmächtig ist und dass sein Wirken und Tun nicht an die Gesetze gebunden ist, die er erschaffen hat. Und das ist ja ein Wunder. Ein Wunder ist ja immer dann da, wenn Regeln gebrochen werden, wenn Regelmäßigkeiten gebrochen werden. Und das ist eben auch eine. Natürlich, es ist nicht normal und es ist nicht regelmäßig, dass ein Mensch vergiftet wird und dann erst nach 4 Jahren, nach 3 Jahren stirbt oder gar nach einem Jahr stirbt. Außer man spricht von Folgen. Also er stirbt wegen der Folgen dieser Vergiftung, Organschäden oder was auch immer. Und dann dauert es natürlich ein bisschen länger. Schiebt sich auf, ist auch möglich. Aber was ist daran so schwer zu glauben, dass dies nach 3 Jahren passiert ist? Nach 3 Jahren hat sich die Wirkung des Giftes entfaltet und er stirbt daran. Ist Allah Ta'ala nicht dazu fähig? Gibt es irgendeinen inneren Widerspruch wenn wir dies annehmen würden? Gibt es nicht. Wir glauben doch an Dinge, die durchaus unnatürlicher und seltsamer sind als diesen Vorfall hier. Kann es sein, dass ein Mensch im Bauch eines großen Wassertieres lebt und überlebt? Ein Wal oder etwas Ähnliches? Dass er sich darin befindet, darin atmet und eine längere Zeit darin bleibt und dann wieder heil und lebendig rauskommt? Ist das natürlich? Ist das möglich? Wenn du an die Existenz eines Schöpfergottes glaubst, der allmächtig ist, dann spricht nichts dagegen. Was ist denn das Problem dabei? Allah Ta'ala berichtet doch über Yunus. فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. Als er zum vollbeladenen Schiff davon lief, er warf Lose und wurde einer der Unterlegenen. Also er hat das Los sozusagen verloren. Er musste vom Schiff raus, weil das Schiff drohte unterzugehen. Also mussten einige Leute raus und einiges an dem Proviant und den Gütern, die sich auf dem Schiff befanden, mussten runter vom Schiff. Und dann sagt Allah Ta'ala, da verschlang ihn der große Fisch, während er sich Tadel zugezogen hatte. Und hätte er nicht zu denjenigen gehört, die Allah preisen, hätte er wahrlich in seinem Bauch verweilt bis zu dem Tag, an dem sie auferweckt werden. Ist das wundersamer oder dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam 3 Jahre später erst an der Vergiftung verstirbt? Oder ist es normal, dass jemand sich in einem lodernden Feuer befindet und das ihm gar nichts ausmacht? Oder dass das Feuer kühl wird?
Wie Allah Ta'ala zu in der Geschichte von Ibrahim sagt, dass Allah Ta'ala zu dem Feuer sagte: Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Sei kühl für Ibrahim und schonend. Oder ist es normal, dass jemand ohne Vater geboren wird? Ist das möglich? Es ist nicht normal. Es ist keine Regelmäßigkeit, aber es ist nicht unmöglich. Wenn wir davon ausgehen, dass der Schöpfer allmächtig ist, dann spricht nichts dagegen. Also es besteht kein Widerspruch, oder? Also, von daher, es spricht nichts dagegen. Und diese Variante oder diese Narrative, wie er das immer wieder sagt, ist vorzuziehen. Einfach weil sie expliziter ist. Weil sie nicht deutbar ist. Weil sie ein Nass ist. Du erwähnst doch da, dass man sich an das Regelwerk des Usul Fiqh bedient. Und das Regelwerk des Usul Fiqh besagt: An-Nassu muqaddamun ala ghayri. La ijtihada ma'a an-Nass. Wenn es einen Nass gibt, gibt es keinen Ijtihad mehr. Gibt es keine Deutungen mehr. Und der Nass hat Vorrang gegen allen anderen Ausdrücken. Und das ist hier der Fall. Wir haben hier einen Nass. Das heißt, wenn du diese kritische Einstellung zu dem Hadith hast, genau die scheinbaren Probleme, die du in den Hadith haben wirst, du wirst dasselbe auch im Koran finden. Also positioniere dich so, dass wir wissen, wer oder was du bist. Man könnte natürlich auch sagen, gut, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der Prophet, der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, ihm wurde also mitgeteilt, ihm wurde mitgeteilt, während er dieses Fleisch zu sich nahm, dass es vergiftet ist, wie wir aus dem Hadith entnehmen können. Dann stellt sich die Frage, warum wurde ihm das nicht mitgeteilt, bevor er angefangen hat zu essen? Und bevor beispielsweise Bishr von diesem Fleisch nahm und der daran auch verstarb später. Warum musste das erst passieren? Ist eigentlich logisch. Es ist mehr als logisch, ansonsten wäre es ja gar kein Wunder. Denn, oder daran wäre ja nichts Wundersames. Denn würde Methalan Bishr nicht daran versterben, dann könnte man sagen, es war gar nicht vergiftet. Tamam. Das heißt, dadurch erst erlangt dieses Ereignis einen Mehrwert und wird authentischer. Wir haben hier diesen Hadith in der längeren Variante in den Sunnah von Abu Dawud. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalu al-hadiyya wa la ya'kulu sadaqa. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam akzeptierte zwar Geschenke, nahm aber keine Almosen an. Und dann wird diese eine erweiterte Form dieses Hadith erwähnt. Hadathana Wahb ibn Baqiyya fi mawdin akhar an Khalid an Muhammad ibn Amr an Abi Salama. Walam yadhkur Aba Huraira. Dann heißt es, nochmal der gleiche Teil am Anfang, jedoch wird hier hinzugefügt: Fa'ahadat lahu Yahudiyatun bi Khaybar shatan masliyah. Sammatha. Eine Jüdin schenkte dem Propheten sallallahu alaihi wasallam bei Khaybar ein Schaf, also Fleisch, das vergiftet war. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam aß davon, wo akal al-Qawm, die Leute aßen. Und dann sagte er: Irfa'u aydiyakum, nehmt eure Hände weg. Denn sie hat mir berichtet, dass es vergiftet ist. Also das Fleisch hat dem Propheten sallallahu alaihi wasallam berichtet, dass es vergiftet ist. Dann heißt es: Famata Bishr ibn al-Bara im Ma'rur al-Ansari. Und das ist, wie gesagt, seine Mutter ist die Ummu Mubashir, die von diesem Vorfall berichtet. Und dann hat man sie gefragt: Was hat dich denn dazu gebracht, dies zu tun? Dann sagte sie: Wenn du ein Prophet bist, dann wird es dir nicht schaden. Und wenn du
ein Herrscher oder König bist, ja, einer, der die Menschen tyrannisiert, dann ja, werden wir dich sozusagen los. Ja. Der nächste Punkt, den er auch erwähnt, dass Bishr ibn Ma'rur direkt im Anschluss gestorben ist, das kann man nicht direkt aus den Texten entnehmen, dass er direkt im Anschluss gestorben ist. Und wie gesagt, wenn es auch der Fall wäre, wäre es gar kein Problem. Denn wir haben ja gesagt, Allah Ta'ala hat die Ausbreitung des Giftes aufgeschoben für den Propheten sallallahu alaihi wasallam, und das ist ja dann ein Wunder. Und da könnte man aber hier sagen, ja, aber die hat doch gesagt, wenn du ein Lügner bist, dann wirst du daran sterben. Ja, wenn du ein Lügner bist, dann wirst du daran sterben, ja, yani sofort. Und nicht erst 3 Jahre später, nachdem deine Mission beendet ist. Das hat sie ja nicht damit gewollt. Sondern dann würdest du sterben, wie jemand stirbt, der eine gewisse Menge an einer giftigen Substanz einnimmt. Also das passt auch. Und übrigens im Rawdul Unuf erwähnt es Suheili, er erwähnt dort, dass Bishr gar nicht sofort gestorben ist, sondern dass Bishr ibn al-Bara den Folgen dieser Vergiftung erst nach einem Jahr erlag. Also, wir werden feststellen, dass er am Ende diese Überlieferung beiseite lässt, in der, das ist ein interessanter Punkt, das zeigt nämlich dieses selektive Verhalten, diese Selektivität. Er pickt sich nämlich genau das aus, was zu seiner Narrative passt, und lässt Dinge, die methodisch betrachtet, usultechnisch betrachtet eigentlich Vorrang hätten, einfach außen vor, und präferiert eben dann die Ahadith, die seine, yani seine Denkweise oder seine Form der Geschichte, so wie er sie sieht, eben stützt. Und das ist interessant, denn dieser Ahadith, der uns von diesem Vorfall berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam von einer Jüdin vergiftet wurde. Hier sind zwei ganz interessante Punkte. Der Text ist explizit und ganz, hier wird explizit die Vergiftung erwähnt. Die Vergiftung wird explizit bei Namen genannt. Das ist ein Punkt. Und der Täter wird genannt, oder zumindest wird gesagt, dass es eine Jüdin war und dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit dieser Jüdin sprach und sie das gestand. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn das nennt man ein Nass. Ein Nass ist im Usul-Fiqh ein Wort oder ein Wortkonstrukt, ein Wortgefüge, das aus semantischer Perspektive oder linguistischer Perspektive keine Mehrdeutigkeit bietet. Das heißt, er lässt eine Reinterpretation nicht zu. Hier wird also explizit erwähnt, dass es eine Vergiftung war. Und es wird explizit erwähnt in diesen Ahadith, die unter anderem in den Sahihain verzeichnet sind, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt, daran gestorben zu sein. Und die Ahadith sind in den Sahihain. Wir werden aber sehen, am Ende seines Geschwafels, dass er eine Geschichte vorziehen wird. Ich möchte das noch nicht erzählen. Es geht aber darum, dass einige Frauen den Propheten sallallahu alaihi wasallam gegen seinen Willen eine Medizin verabreicht haben. Da ist nicht die Rede von Vergiftung. Überhaupt nicht. Und da ist nicht die Rede davon, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam daran gestorben ist. Er interpretiert das so. Vielleicht war er irgendwie dabei. Und bildet sein Bild, seine Auffassung, die er hat, eben über die Art und Weise, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gestorben ist, nämlich dass diese Frauen ihn vergiftet haben,
bildet er darauf. Wie gesagt, da ist nicht die Rede von Vergiftung in dem Hadith. Und da ist nicht die Rede davon, dass er daran gestorben ist. Und das ist interessant, das zeigt nämlich dieses unehrliche, nicht objektive Verhalten oder die Herangehensweise. Der Hadith, der Hadith, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Khaybar vergiftet wurde, das überliefert nicht nur Aisha. Wir haben eine ganze Menge von Shawahid für diesen Hadith. Das wird überliefert in dem Hadith von Abu Huraira. Und es gibt Shawahid aus dem Hadith von Jabir ibn Abdullah. Und im Hadith von Abu Salama ibn Abdurrahman. Und im Hadith von Ka'b ibn Malik. Und im Hadith von Ummu Mubashir. Ummu Mubashir ist die Mutter von dem Mann, der mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gegessen hatte und daran gestorben ist. Auch sie berichtet von diesem Vorfall und spricht mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und erwähnt, dass sie auch vermutet, ihr Sohn wäre an der Vergiftung gestorben. Und in dem Hadith von Abdullah ibn Umar und in dem Hadith von Abdullah ibn Abbas und dem Hadith von Abdurrahman ibn Nafi' und dem Hadith von Abdurrahman ibn Ka'b ibn Malik und in dem Hadith von Muhammad ibn Abdurrahman und dem Hadith von Aisha radiyallahu anha. Es gibt also eine ganze Menge Shawahid für diesen Hadith. Er ist vielfach überliefert worden. Und wie gesagt, nochmal, das dürfen wir nicht vergessen, dort wird explizit erwähnt, dass er vergiftet wurde. Und in anderen wird erwähnt, in anderen Ahadith, die auch vielzählig überliefert worden sind, dass er daran gestorben ist. Also stellt sich die Frage, wie kommt er darauf, die anderen Texte zu präferieren und in sie hinein einen Ablauf, einen Ablauf dieser Geschichte zu interpretieren oder zu konstruieren, der da gar nicht geschildert wird. Wie gesagt, in den Ahadith, in dem es um die Verabreichung des Medikaments geht, dort wird nicht erwähnt, dass eine Vergiftung war. Das heißt, das ist seine Interpretation und er konstruiert diesen Ablauf des Geschehens, der so von den Anwesenden nicht geschildert wird. Daher ist es, wie gesagt, sehr fragwürdig, eine sehr fragwürdige Vorgehensweise. Kommen wir nun aber zu einer anderen Geschichte, die ebenfalls in den Sahih-Werken zu finden ist. Und zwar heißt es hier in einem Werk, das nicht von Sahih Bukhari ist und nicht von Sahih Muslim, sondern im sogenannten Al-Mustadrak ala Sahihain. Ja, das ist, zwar heißt es hier im fünften Band von Al-Mustadrak ala Sahihain, die Seite 286 und der Hadith 7523, da sagt Naisaburi in seinem Werk eben, Akhbarana Abu Abdullah Muhammad ibn Ishaq al-Sarani bi Mekka, also in Mekka, haddathana Ishaq ibn Ibrahim anba'a Abdul Razzaq anba'a Ma'mar an al-Zuhri akhbarani Abu Bakr ibn Abdul Rahman ibn Harith ibn Hisham an Asma bint Umays. Ja, also bis hierhin sind das alles sozusagen die Tradiererkette und die ganzen Leute, die eben etwas, die das sozusagen weitergegeben haben. Und sie sagte, qalat awwalu mashtaka Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi Beiti Maimuna. Also das erste Mal, wo wir sozusagen mitbekommen haben, dass der Prophet geklagt hat über Schmerzen, war im Haus von Maimuna, einer seiner Frauen. Verstadda waja'uhu hatta ughmi 'alayh. Seine Schmerzen wurden sehr stark und sehr, sehr heftig, sodass er eben das Bewusstsein verloren hat, ja, und ohnmächtig geworden ist. Hatta ughmi 'alayh qal, also hier heißt es eben, der Zuhri erklärt hier quasi weiter, ja, fatashawara nisa'u. Ja, also Frauen, eine nicht bestimmte Anzahl, eine Nichtbestimmtheit der Personen selbst, wer genau dahinter ist, ja, haben darüber
darüber beraten, ob sie ihn Lud, also ob sie ihn, und das ist jetzt die Frage, was genau bedeutet dieses Lud, ja? Fatashawaranisa unfi, ja? Also, dieses Lud bedeutet im Arabischen, dass man jemandem etwas verabreicht gegen seinen eigenen Willen. Jetzt wurde quasi dem Propheten von einer Anzahl von Frauen oder von einer gewissen, von gewissen Frauen, ja, etwas verabreicht worden, was er selber nicht wollte. Aber es geht weiter. Falamma afaq, also als er dann eben aufgewacht ist, sagte er, ma hadha fi'lu nisa'in ji'na min hahuna. Das ist eine Handlung von Frauen, die nicht von hier sind. Wa ashara ila ardi al-Habasha und zeigte in Richtung der Habasha, also der Abessinen, heutigen Somalien und Äthiopien. Ja. Wa kanat fiha Asma bint Umays. Und in dieser Richtung war Asma bint Umays. Stellt sich die Frage, hey, das kann doch nicht so, also wie? Ja. Faqalu, kunna nattahimu bika dhat al-janab. Ja. Kunna nattahimu bika bi dhat al-janab. Als er quasi gefragt hat oder gesagt hat, ey, warum macht man das überhaupt? Wer war das? Das ist etwas, was diese Frauen quasi machen. Kam die Antwort, wir wissen auch nicht wiederum, wer das war. Sie sagten, wir hatten Angst um dich, wir hatten die Sorge, dass du Dhat al-Janab hattest. Dhat al-Janab ist eine Entzündung des Brustfells oder des Rippenfells. Ja, das ist eine sehr schmerzhafte Entzündung und allem Anschein nach haben sie genau das vermutet, dass er genau das hat. Ja. Dann sagte er, قال إن ذلك لداء ما كان الله ليقذفني به لا يبقين في البيت أحد إلا لد إلا عم رسول الله. Da antwortete der Prophet sallallahu alaihi wasallam eben genau da drauf und sagte, das ist eine Krankheit, mit der mich Gott nicht prüfen würde, nicht geben würde. Ja. Bis hierhin kann man das Ganze noch irgendwie verstehen, dass so, okay, die hatten Angst um ihn und ihm haben sich Sorgen gemacht und hey, meine Güte, was passiert da? Also lass uns ihm irgendetwas verabreichen. Und dann wacht er auf und sagt, das ist nicht in Ordnung sozusagen. Ja, das wird später noch deutlicher. Und dann sagt er, dann sagen die, wir hatten Angst um dich, dass du diese Krankheit hast. Und dann sagt er, nein, diese Krankheit bekomme ich nicht. Aber jetzt kommt etwas, was schon stutzig macht und wo wir quasi als muslimische Community, die immer wieder sozusagen diese Narrative bekommt, aber nicht hinterfragt und gar nicht mal selber sucht, gar nicht mal darauf käme. Aber ziemlich stutzig machen würde jeder, der das sozusagen eben mitbekommt. Und zwar sagt er, es bleibt niemand in diesem Haus, und er meint auch hier Frauen, la yabqina, Frauen. Es bleibt hier keine einzige Frau in diesem Haus, der nicht auch das verabreicht wird, was mir verabreicht worden ist. Und achtet darauf, auch hier nutzt er wieder diesen Begriff, oder hier wird wieder dieser Begriff oder dieses Wort genutzt, Lud. Das heißt im Konkreten, dass auch diesen Frauen gegen ihren Willen das verabreicht wird, was ihm verabreicht worden ist. Und dann sagt er, illa amma Rasulillah, sallallahu alaihi wasallam. Also außer dem Onkel des Propheten, a.s., der eben auch zugegen war. Und wir werden dann auch wissen, wer das war. Nämlich hier erklärt er auch dann entsprechend an-Nawawi in seinem Werk, yani Abbasan, ja, also seinen Onkel al-Abbas. Dem sollte nicht verabreicht werden, was eben der Prophet sallallahu alaihi wasallam da befohlen hat, dass sie es machen. So, und dann heißt es weiter, faqadil taddat Maimuna, also Maimuna, bei der er eben am Anfang zu Hause gewesen sein soll, ist diejenige, die auch quasi, der auch etwas verabreicht worden ist. Und an dem Tag war sie sogar fastend. Das heißt, ihr Fasten, ihre Gottesanbetung quasi, hatte keine Bedeutung in diesem Moment. Sie sollte genauso wie alle anderen Anwesenden entsprechend auch diese Flüssigkeit oder dieses Medikament verabreicht bekommen. Sie, also da, wo es halt eben um Schlachten und so weiter geht. Ja. Und in dem Unterkapitel Babu Maradin Nabi sallallahu alaihi wa sallam wa wafatuh. In diesem Hadith, nämlich mit der Nummer 4189, ja, bei Al-Asqalani in Fath al-Bari, heißt es, حدثنا علي حدثنا يحيى وزاد قالت عائشة. Also jetzt erzählt Aisha, لددناه في مرضه. Ja,
Wir haben ihn gegen seinen Willen, Aisha sagt, wir haben den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, gegen seinen Willen etwas verabreicht, ja. Und er begann sozusagen dabei oder machte das Zeichen, dass sie ihm nichts gegen seinen Willen verabreichen sollen und dürfen. Ja, sie sollen das nicht tun. Das heißt, er muss in einer Situation gewesen sein, wo er das selbst nicht sagen konnte vorher, ja, und konnte quasi aus Schmerzen oder eben aufgrund seines Zustandes nur sozusagen ein Zeichen geben, quasi so, wie wir machen würden, so, nicht, nicht, ja. Fakulna, und wir sagten, ja, also auch wir hier im Kollektiv, in einer Gesamtzahl, mehrheitlich, ja, Fakulna, Karahiyatul Maridi, ja, Lid-Dawa. Die haben sozusagen gesagt, warum er eben genau dieses Nein, Nein und eben dieses Zeigen, er möchte das nicht, ist nur der Grund dafür ist, dass der kranke Mensch eben natürlich das Medikament nicht mag. Ja, deswegen hat er Nein gesagt. Also wir wollen ihm ja etwas verabreichen oder wir müssen ihn, weil wir machen uns ja Sorgen und haben Angst um ihn. Aber er zeigt uns Nein, Nein, Nein und wir sagen dann Nein, Nein. Er ist einfach nur halt ein Kranker, ein kranker Mensch, der eben natürlich genau das nicht will. Ja, so das Medikament und wer mag denn schon Medikamente? Die sind ja so bitter und so weiter. Hier kommt entsprechend auch eine Frage. Über wen reden wir eigentlich? Reden wir über ein kleines Kind, was unbedingt sich mit Händen und Füßen davor wehrt, ein Medikament verabreicht zu bekommen? Reden wir über einen Menschen, der nicht in der Lage ist, einzuschätzen, dass ein Medikament sehr wohl, ja, nützlich sein kann gegen seine Krankheit, ja, die automatisch dann auch entsprechend geheilt werden kann, wenn er das Medikament nimmt und dann ist es ihm auch egal, ob das jetzt eben schmeckt oder bitter ist und so weiter und so fort. Also, was genau meinen wir, wenn wir das wirklich hinnehmen, dass Aisha sagt, ja, der kranke Mensch, der mag halt eben, ne, so kranke Menschen mögen eben nicht genau das. Deswegen machen wir es trotzdem gegen seinen Willen, ja. Das ist die eine Frage, die sich dann eben auftut. Die nächste Frage, die sich auftut, hatten wir nicht vorhin schon eigentlich gesagt, dass dieser Prophet und dass Aisha selbst sagt, dass er zu ihr gesagt haben soll, hey, ich finde die Schmerzen von diesem Gift, was mir vor 3 Jahren verabreicht worden ist und jetzt ist sozusagen der Moment, wo sich dieses Gift entfalten wird und ich eben auch entsprechend sterben werde, wo sich die Frage stellt, warum sollte überhaupt dann irgendein Medikament verabreicht werden, wenn das sowieso seine Sterbenskrankheit ist. Ja? Zumal er selber auch sagt, ich möchte nicht, dass mir irgendetwas verabreicht wird. Machen wir aber weiter. Als sie natürlich das gesagt haben und er wohl ohnmächtig geworden ist und dann aufgewacht ist, sagte er, falamma afaqa qal, alam er sagte dann zu ihnen, habe ich euch denn nicht gesagt, dass ihr mir nichts verabreichen sollt, was gegen meinen Willen ist. Und dann sagten wir wieder, hier heißt es Qulna, also wir sagten, Karahiyatul Maridi Dawa, es ist doch nur der kranke Mensch oder kranke Menschen mögen eben nicht das Medikament. Und so ist es halt quasi so zu verstehen, dass du gesagt hast, wie wohl, ihr sollt mir nichts verabreichen. Ja, Faqal. Und jetzt sagt er wieder, und das ist auch dann quasi wieder auch sehr wichtig zu verstehen, was es bedeutet, dass der Prophet genau das jetzt sagt. Ja, denn in diesem Moment könnte er vielleicht auch sagen, hey, stimmt, ja, macht Sinn, ich mag einfach nicht Medikamente oder ihr hättet es doch nicht machen sollen oder ich bin doch der Prophet und ihr sollt es doch nicht machen oder ich habe doch diese Stellung oder ich sterbe doch sowieso. Er hätte vieles sagen können, ja, so vieles hätte er auch sagen können. Aber der hat etwas Bestimmtes gesagt, was wir vorhin schon gelesen haben. Und zwar sagt er, La yabqa ahadun fil bayti illa lud. Er sagt, es bleibt niemand hier in diesem Haus, dem nicht das verabreicht wird, was eben mir verabreicht worden ist. Ja? Wa ana anzur. Also, und ich sehe dabei, ich sehe gerade zu den Leuten halt eben, Aisha, ja. Und dann sagt er weiter, illa. Verzeiht, es war falsch gerade. Illa lud wa ana andur. Also nicht nur, dass jede Frau hier in diesem Raum eben diese Flüssigkeit verabreicht bekommt. Nein, nein, wa ana andur. Und ich schaue dabei. Das heißt, dass ich mir quasi dabei zusehe,
ja, dass jemand tatsächlich das, also dass es dem verabreicht wird. Dass er also nicht einfach nur so tut, als würde ihm etwas verabreicht werden und er nimmt es nicht auf. Ja? Das heißt, der Prophet hat hier einen riesengroßen Zweifel, und anders kann man das nun einmal nicht sagen, dass etwas gemacht worden ist, was er nicht will, gegen seinen Willen, und dass es eben sich nicht um ein Medikament handelt. Denn wenn er sich sicher wäre, dass das definitiv ein Medikament ist, dann hätte er nicht quasi darauf bestanden, dass jede einzelne Frau genau das verabreicht bekommt, zum einen, und zum anderen, dass er dabei auch noch zusieht. Und dass er auch noch dann eine Ausnahme macht und sagt, außer Al-Abbas, ja, illa Al-Abbas, fa'innahu lam yashhadkum. Ja, er war nämlich nicht dabei, als ihr eben genau mir das verabreicht habt, was ihr verabreicht habt. Ja, also quasi sozusagen später dazugekommen. Ja. Dann schauen wir weiter in einem anderen, in einem anderen Werk, nämlich hier wieder bei Musnad Ahmed in dem Hadith Nummer 24.263. Hier heißt es: Haddathana Yahya an Sufyan, Haddathani Musa ibn Abi Aisha an Ubaidillah ibn Abdillah an Aisha wieder. Also wie sie an Aisha, lededna Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam fi maradih. Also sie gibt hier auch selber zu oder erzählt das und sagt: Wir haben dem Propheten sallallahu alaihi wasallam etwas verabreicht gegen seinen Willen. Ja, in seiner Krankheit. Fa'ashara alla taludduni. Und er zeigte und machte eben das Zeichen, bitte macht mich hier, ne, also verabreicht mir einfach nicht, ja, verabreicht mir bitte nicht, und ich möchte das nicht, ja. Dann sagten wir, قلنا, ja, karahiyatul maridi lid-dawa, also auch wieder, der Kranke, der mag einfach nicht halt wie heißt das hier, das Medikament. Also als er dann wieder zu sich kam, man kann auch verstehen, dass er eben vielleicht das so dieses Zeichen gegeben hat, da war er vielleicht in einem Trance-Zustand, in einem Halbschlafzustand, wo er quasi vielleicht etwas so halbwegs mitbekommen hat, aber nicht so richtig bei vollem Bewusstsein. Und als er tatsächlich zu sich kam, قال: Alam anhakum an taludduni, habe ich euch denn nicht verboten, ja, dass ihr mir etwas verabreicht, was ich eben nicht möchte? Unterm Strich glaube ich persönlich anhand der sunnitischen Quellen selbst, anhand der sunnitischen authentischen Quellen selbst, glaube ich nicht daran, dass der Prophet einfach nur gestorben ist und liebevoll in den im Schoß sozusagen seiner Frau, sondern dass entweder seine Frau Aisha oder eine andere Frau von den dortigen Anwesenden jemand gewesen sein muss, der ihm etwas verabreicht hat. Und es kann auch sein und macht ja auch Sinn von den Worten eben in diesen Hadithen, dass es eine Gruppe gewesen sein muss, ob es zwei, drei, ja, dass diese versucht haben und es tatsächlich auch geschafft haben, dem Propheten etwas zu verabreichen, was er selber nicht wollte, wogegen er war, und als er aufwachte, darauf bestand und beharrte, dass alle anwesenden Frauen genau das verabreicht bekommen, und es wurde auch entsprechend verabreicht, und natürlich ist niemand gestorben. Interessant. Nun kommen wir dann auch schon zum letzten Teil, in dem er eine Geschichte hier konstruiert nach Lust und Laune und Fantasien und Vermutungen und Unterstellungen und das angeblich entsprechend der Quellen der Sunna oder der Sunniten. Dieses Bild soll aufgebaut sein oder greift zurück auf die Quellen der Sunniten. Das ist natürlich eine absolute Lüge und das entspricht in keinster Weise der Wahrheit. Denn ich habe ja vorhin schon darauf aufmerksam gemacht, ihr habt jetzt die Hadithe gehört, in denen es darum geht, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, dass man ihm ein Medikament verabreicht hat. Und wir haben jetzt einmal diese Hadith nochmal, um darauf zurückzukommen. Und dann haben wir die Hadith, in denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst sagt, dass er vergiftet wurde und dass er
an dieser Vergiftung jetzt verstirbt. Wie in dem Hadith, in dem er zu Aisha sagte: Ja, Aisha, ich fühle den Schmerz der Vergiftung und das ist jetzt die Zeit gekommen. Es ist die Zeit gekommen, jetzt daran eben zu erliegen. Also hier explizit, das sind Ahadith, die den Todesgrund explizit nennen und ganz konkret bezeichnen. Und dann haben wir hier die Geschichte der Verabreichung des Medikaments, in dem, wie gesagt, keine Rede davon ist. Was aber ganz problematisch ist, finde ich, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam man schreibt ihm indirekt dadurch ein sehr moralisch sehr verwerfliches Handeln zu. Denn wenn wir davon ausgehen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam in dem Fall in Khaybar, da hat er wurde ihm mitgeteilt, dass er das Fleisch vergiftet ist und er hat die Täterin auch zu Wort gestellt und sich mit ihr ausgetauscht. Und da wurde auch die Frage dann gestellt, ob man sie denn hinrichten soll. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat erstmal verneint, dass sie nicht hingerichtet werden soll, weil bis dahin noch niemand verstorben ist. Als aber dann Al-Bara verstarb, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Frau hinrichten lassen für Mord. Nun stellt sich dann die Frage, und das ist dann der moralische Teil, neben seinen ganzen Fantasiebildern hier, die er hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam kommt zu sich und er meint, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hätte Zweifel gehabt und das stimmt ja irgendwas nicht. Was haben die mir da verabreicht? Und anscheinend waren es seine Frauen, die zu Hause sind und er lebt so lange mit seinen Frauen und irgendwann erkennt man ja den Charakter seines Partners und wie er so ist, ob es ein böswilliger Mensch ist oder nicht. Sein ganzes Leben lang hat er nicht daran gezweifelt, an der Loyalität seiner Frauen und jetzt am Ende, auf einmal, weil sie ihm ein Medikament verabreichen, zweifelt er daran. Und laut dem labilen Doktor wurde er tatsächlich vergiftet. Nun, warum hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam es hier nicht gewusst? Wenn er vergiftet wurde, warum wurde ihm nicht offenbart, dass er vergiftet wurde? Warum konnte er dann nicht sagen, hey, hört mal, ihr habt mich vergiftet oder du oder sie so und so hat mich vergiftet, also stellt sie zur Rechenschaft. Und dann der moralische Aspekt ist jetzt folgender. Er war auch wegen einer Vermutung, weil ich vermute, dass ich vergiftet wurde, also ich weiß es gar nicht, ja, weil entweder weiß er es oder er weiß es nicht. Und wenn er es weiß, dass er vergiftet wurde durch die Offenbarung, dann wurde ihm sicherlich auch mitgeteilt, wer der Täter war. Wenn er es nicht wusste, dann stell dir mal vor, ich vermute, dass mich irgendjemand in meiner Familie vergiftet hat. Und jetzt zwinge ich sie alle dazu, dieses vermeintliche Gift einzunehmen und verursache dadurch den Tod der ganzen Familie mit den Unschuldigen, die nicht beteiligt sind oder die davon nichts wissen. Ist das möglich, yani, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nur aufgrund der Vermutung, dass er vergiftet wurde, jetzt hier das Leben aller anderen riskiert und sie ihnen befiehlt, dass sie jetzt auch das Gift zu sich nehmen sollen, damit sie, falls es Gift war, auch alle draufgehen? Was ist denn das für eine Moral? Wo er doch sowieso weiß, dass er sterben wird. Er wusste ja, dass er sterben wird. Wie er selbst gesagt hat, hat er nicht zuvor Aisha gesagt, hier, ich werde jetzt wegen der Vergiftung sterben? Warum haben sie ihm dieses Medikament verabreicht? Wo sie doch wussten, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat doch schon gesagt, dass er
wegen des Giftes versterben wird. Nun, erstmal die Reihenfolge ist nicht bekannt. Also, was war jetzt zuerst? Hat er erst zu Aisha das gesagt oder war das mit dem der Fall mit der Medizin zuerst? Wissen wir nicht. Und selbst wenn wir das wüssten, auch hier wieder, ich weiß nicht, wie er sich die emotionale Situation vorstellt oder wie er sich diese Frauen vorstellt. Das sind seine Ehefrauen und sie sehen ihren Mann leidend auf dem Bett und haben Angst um ihn und bangen um ihn. Und er ist, wie er selbst schon sagt, in einer Art Trance, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam war auf jeden Fall geschwächt und nicht ganz bei sich. Weshalb er auch nicht gesprochen hat, sondern Handzeichen gemacht hat, macht das nicht. Das heißt, sie gehen davon aus, er ist nicht ganz bei sich und aber er braucht das Medikament oder er braucht irgendwas, ja, was ihn ein bisschen stärkt und haben ihm das dann trotzdem verabreicht. Wie kommt er jetzt darauf, mit Sicherheit zu sagen, dass sie ihn vergiftet haben? Also wie gesagt, das ist sehr suspekt, yani, und moralisch verwerflich, dass er wegen einer Befürchtung hier das Leben anderer riskiert, aller, die im Haus sind. Und in Bezug auf die Sache mit Abbas, warum hat der Al-Abbas ausgeschlossen? Im Fathul Bari sagt er dort, erwähnt einen anderen Isnad des Hadith und sagt: ومن طريق أبي بكر بن عبد الرحمن أن أم سلمة وأسماء بنت عميس أشارت بأن يلدوه. In dieser Überlieferung wird genannt, dass Asma bint Umays und Umm Salama waren, die vorschlugen, dass man dem Prophet sallallahu alaihi wasallam dieses Mittel verabreicht. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass es Al-Abbas war. Nur war er anfangs nicht zugegen. Das heißt, es könnte sein, dass Al-Abbas das zuerst vorschlug und er war aber nicht zugegen. Und als die Frauen ihm dann was verabreichen wollten, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam es abgelehnt durch seine Gestik. Und aber die beiden haben dann in dieser Situation vorgeschlagen, dass man es trotzdem macht, den Umständen geschuldet, und dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht ganz bei Bewusstsein war. Und das darauf deutet es ja auch hin, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht gesprochen hat und dass er danach, als er wieder zu sich kam, sie fragte, warum sie ihm dies verabreicht haben, obwohl er es ihnen untersagt hat. Und der Befehl, dass alle das dann nochmal zu sich nehmen, ist nicht, weil der Prophet zweifelte, sondern möglicherweise ist das ein sowas wie ein disziplinarisches Verfahren gewesen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte sie sozusagen, das war eine Art Rüge. Ja. Und Al-Abbas wurde verschont davon, weil er das Verbot des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht mitbekommen hat. Es wird auch übrigens in einigen Riwayat genannt, was es war. Es kommt vor, dass es etwas sein soll, das als Essuk bezeichnet wird. Und in einer anderen Riwayat wurde das als Al-Qust bezeichnet. Ist auch irgendetwas Pflanzliches, dem man Öl beimischt und dann einem der ja, dem Patienten oder der kranken Person verabreicht. Also kommen wir hiermit auch zum Schluss. Er unterstellt diesen Frauen den Mord, angeblich weil er sich auf die Quellen beruft, wobei das alles eine Interpretation von ihm ist, eine sehr weit hergeholte Interpretation, die er sich aus der Nase zieht, dabei aber explizite Texte einfach beiseite wirft und ja, das Ganze ist sehr unsachlich und für das Erste begnügen wir uns hiermit. Hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa salamu alaikum.